Meine Klientin wusste das nicht zu schätzen. Ja, Sie dürfen das nicht falsch verstehen, aber naja, ich habe keine Reserven finanziellen. Ich habe Steuerschulden und eigentlich hätte ich nie einen Privatdetektiv engagieren dürfen. Heißt das, Sie können meine Rechnung nicht begleichen? Doch. Aber nicht mehr, als bis jetzt angefallen ist. Hier in diesem Park wurde Ihr Vater ermordet. Ach ja, das ist ja schrecklich, ja. Aber dafür ist die Polizei zuständig. Ich vertraue der Polizei. Sie wird diesen Mord schon aufklären. Ich kenne gewisse Polizisten besser als Sie. Glauben Sie mir, jedes Kreuzworträtsel wird von denen besser gelöst als ein Mordfall. Ja, was haben Sie denn bis heute herausgefunden? Der Mord an Ihrem Vater war kein zufälliger Raubmord. Dafür haben Sie aber keine Beweise. Aber einen funktionierenden Instinkt. Ich habe mich umgehört. Der Angler, der jahrelang an jener Stelle geangelt hat, an dem Ihr Vater seinen Auftrag ausführte. Dieser Angler hieß Baumann. Kein sehr seltener Name. Vor 3 Monaten begann Ihr Vater zu angeln. Also ist vermutlich vor 3 Monaten ein Herr Baumann entweder spurlos verschwunden oder gestorben. Und jemand hatte ein Interesse daran, dies zu vertuschen. Ui, das klingt abenteuerlich. Ja, und was ist mit meiner Mutter? Diese Frage konnte ich ihr noch nicht beantworten. Aber während wir uns unterhielten, kam mir eine Idee. Diese Idee führte mich an einen Ort, den man tunlichst meiden sollte. Doch in meinem Beruf gehören solche Besuche zum Berufsrisiko. Das bringt doch alles nichts, Maloney. Wir erhalten täglich solche Anzeigen. Hier, sehen Sie hier. Alles Anzeigen und Beschwerden. Werden diese Beschwerden nicht digitalisiert? Wir sind sogar daran, unser Dienstreglement zu digitalisieren. Es soll in Zukunft nur noch aus Bildern und Symbolen bestehen. Die jährliche Befragung junger Männer zeigt, dass Lesen und Schreiben nicht mehr unbedingt zur Grundausrüstung der 20-Jährigen gehört. Dann suchen Sie mal nach dem Stichwort Belästigung. Also gut, das haben wir gleich. Belästigung. Sexuell oder nicht sexuell? Telefonisch. 483 Einträge allein in den letzten 12 Monaten. Und was steht zum Stichwort Beschimpfungen? Abgestürzt. Das haben wir gleich. Wir müssen allerdings noch einmal von vorne anfangen. Ist aber kein Problem. Ich muss nur das Passwort wieder eingeben. Wie lautete das Passwort schon wieder? Schwedenrätsel. Nein, etwas Dienstliches. Schusswaffe. Ich muss mich konzentrieren, Maloney. Die Welt ist voller Passwörter. Kennen Sie den Witz von dem Mann, der sich umbringt, weil er alle seine Passwörter vergessen hat? Er steht im Jenseits vor einer Tür und der Türsteher fragt, wie lautet das Passwort? Ja, so ist das, Maloney. Hast du ein Passwort, bist du ein Mensch. Jetzt fällt es mir wieder ein. Nach weiteren 10 Anläufen klappte es endlich. Tatsächlich hatten sich mehrere Personen darüber beschwert, dass sie von einer Frau über Monate hinweg telefonisch beschimpft worden waren. Mehr stand allerdings nicht in den Akten. Ich fuhr zurück. Vor meinem Büro stellte sich mir ein Motorrad in den Weg. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ich war heute bei Frau Benz. Sie hat mir alles erzählt. Sie wissen also jetzt, dass Herr Benz ermordet worden ist. Damit will ich nichts zu tun haben. Sie haben Frau Benz das Geld und die Instruktionen übergeben. Sie haben eine Menge damit zu tun. Nicht mit dem Mord. Ich wollte Rainer nur helfen. Und wer ist Rainer? Können wir nicht zu Ihnen raufgehen? Mit dem Motorrad unter dem Arm. Sie müssen mir versprechen, dass das Gespräch unter uns bleibt.